Das Objekt, das ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist erst vor kurzem vom Restaurieren zurückgekehrt. Bevor es in unsere Museumssammlung gekommen ist, war es wohl längere Zeit im Freien angebracht und wies einige Beschädigungen auf. Es handelt sich um ein Holzrelief, das eine größere Anzahl von Figuren zeigt. Zwei Engel, die den Vorhang eines Baldachins auf die Seite ziehen, geben den Blick auf eine Szene frei, in deren Mitte ein großes Kruzifix zu sehen ist. Dabei handelt es sich um das wundersame Pollinger Kreuz, das im nahe der Stadt Weilheim gelegenen Kloster Polling verehrt wurde. Bei den Personen, die sich um das Kreuz versammelt haben, handelt es sich allesamt um Kleriker. Der Mann, der links neben dem Kreuz kniet, scheint ein Bischof zu sein, während derjenige, der rechts neben dem Kreuz zu finden ist, die Tracht eines Abtes bzw. Propstes trägt. Hier haben wir wohl den Propst des Klosters Polling vor uns, der womöglich auch der Auftraggeber dieses Kunstwerkes war. Das Relief ist gegen Ende des 16. bzw. zu Beginn des 17. Jahrhunderts entstanden und kann wohl einem Weilheimer Künstler zugeschrieben werden. Welches Ereignis genau in dieser festlichen Anbetung des Kreuzes festgehalten wurde und auch der Ort, an welchem das Relief angebracht war, ist leider nicht bekannt.